Ich gebe euch heute mal drei Gründe, warum die MacBooks und iMacs dieser Welt so wenige Ports haben, vor allem die Basismodelle. Der erste Grund ist eine kabellose Zukunft, denn Apple will uns in diese Zukunft zwingen. Zum einen, damit sie dort die ersten und beliebtesten sind, zum anderen aber auch, damit sie uns da super teure fancy Accessoires verkaufen können, wie zum Beispiel einen MagSafe-Adapter. Zum anderen will Apple uns natürlich mehr verkaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine USB-Festplatte hast und das Anschließen deiner Festplatte am Mac wird zum Workout, bist du eher dazu geneigt, Services wie iCloud zu nutzen und Apple jeden Monat mehr Geld in die Taschen zu geben. Der dritte Grund und der, wo ich finde, dass es einfach zu wenig beachtet ist, ist das Branding. Denn dadurch, dass es so schwer ist, Geräte an den Mac anzuschließen, werden viele versuchen, das zu vermeiden. Und so wird das öffentliche Bild von Macs einfach stylischer. Sind das gute Gründe? Nee. Und das weiß Apple mittlerweile auch, weswegen im 14 und 16 Zoll MacBook Pro Gerüchten zufolge auch wieder mehr Ports da sein werden. Aber auch das bleibt dann den Pros vorenthalten.